alle miteinander. Ich bin Nico, der Snowboardcoach. Und ich zeige euch, warum ich umgestiegen bin aufs Hartschalen-Plattenbindung für Splitboarder. In meinem Fall für Phantom. Ich jedenfalls als Schneesportlehrer, als Experte vom SSBS und als Tourguide bin mehr als begeistert. Der Phantom-Schuh ist eine Basis vom Atomic Backland. Die Grundbasis ist genau das Gleiche, nur die Schnallen sind etwas anders. Die sind nicht da befestigt, sondern dementsprechend da. Und haben vor allem auch, was eine Spezialität ist, eine Federung eingebaut für die Abfahrt. Beim Aufstieg wäre es oben. Das ist ein grosser Flex. Und auch für die Abfahrt kann man befestigen und dann gibt es schlussendlich den Halt. Deine Schuhe ist auch der normale von Atomic. Waschbar, anpassbar und vor allem auch bei diesen Tourenskischuhen oder halt eben speziell für Splitboarder ist natürlich fähig für Steigeisen und zum Auflaufen. Als Freestyler ist mir das Surf-Feeling beim Freeriden sehr wichtig. Der Hartschalenschuh speziell für Splitboarder bietet genau die Möglichkeit. Sehr ähnlich wie ein harter Freeride-Schuh. Dennoch kompromisslos auch beim Aufstieg oder auch beim Fahren auf schwierigen und verhärteten Pisten. Dann haben wir die Aufstiegspin, den Toe. Und die Aufstiegshilfe, da gibt es mit zwei Versionen. Die grossen und die kleinen. Die grossen habe ich jetzt bei mir weggenommen. Aber je nach System, das man dort kauft, kann man das natürlich noch anpassen. Ich habe mich für das System bei den Phantom entschieden, das einen fixen Winkel hat. Das heisst, das muss man bei der Stellung angeben, was für einen Winkel man hat. Und sonst kann man auch das System wählen, das man im Nachhinein nach dem Bindungswinkel noch justieren kann. Aber das System ist natürlich das Wichtigste, das man haben kann. Dann beim Montieren Schnee entfernen, eindrehen, die zwei Pins vorne und hinten fixieren. That's it.